In 80 Tagen um die Welt? Nicht ganz, aber wir haben in 80 Tagen den australischen Kontinent umrundet, was mit über 25.000 Kilometern immerhin einer halben Weltumrundung entspricht. Nahezu an jedem Tag erlebten wir etwas anderes. Metropolen, traumhafte Strände, endlose Regenwälder, karge Wüsten, einzigartige Tiere. Doch beginnen wir ganz am Anfang. Der Nachtflug und die Zeitumstellung raubten unseren Schlaf. In Melbourne angekommen, sammelten wir unser Gepäck ein und wollten so schnell wie möglich in unseren Mietwagen steigen. Hätten wir hier schon gewusst, was uns mit dem Auto noch alles passieren würde, hätten wir vorher einen großen Kaffee getrunken und alles sorgfältig geklärt. Nun ja, Papierkram schnell erledigt, Autoschlüssel in die Hand und los geht's. Fahren im Linksverkehr. Übermüdet, aber gar nicht mal so schlimm, wie wir dachten. Und nun, was glaubst du, wo uns die erste Fahrt hinführte? Nicht an den Strand, sondern in einen Supermarkt. Oh Mann, haben wir einige Lebensmittel während der Zeit in Südostasien vermisst. Brot, Butter, Käse, Kaffee. Erstmal ein leckeres Frühstück. Gesättigt und gestärkt legten wir uns nun das notwendige Equipment für unsere Reise zu. Ein Zelt, zwei Isomatten, Bettzeug, zwei Campingstühle, ein Gaskocher mit Pfanne, Besteck und Teller. Auf einer Raststätte 50 Kilometer außerhalb der Stadt startete unser Roadtrip. Die erste Nacht schliefen wir alles andere als gut. Das Bett zu klein, ungewohnt kühle, herbstliche Temperaturen in der Nacht und eine laute Autobahn. Aber die Vorfreude gab uns Kraft für den Tag. Auf ins Stadtzentrum. Melbourne ist mit 400.000 Einwohnern weniger als Sydney die zweitgrößte Stadt Australiens. Vergleiche um die Größe und Relevanz der Städte sorgten schon vor über 100 Jahren zum Streit, sodass keiner von beiden zur Hauptstadt ernannt wurde. In Melbourne angekommen, schlenderten wir einfach durch die Straßen. Bahnhof, Büros, Shoppingmeile, Stadtpark, Zoo. Wir stellten mal wieder fest, westliche Großstädte ähneln sich in der Struktur doch sehr und so gab es für uns weniger zu entdecken als gedacht. Doch das Gute an einem Roadtrip? Man kann selbst entscheiden, wie lange man wo bleiben möchte. Für uns war klar, genug von der Stadt, ab in die Natur und einen besseren Stellplatz für die Nacht finden. Mit Hilfe einer App für Camper fanden wir einen Stellplatz am Yarra River. Im Schatten der Eukalyptusbäume sitzend und über das Wasser blickend, sahen wir zum ersten Mal wilde Kängurus. Scheinbar waren sie hier schon an Menschen gewöhnt und trauten sich aus dem hohen Gras. Nach einem Spaziergang am Morgen ging es für uns schon weiter. Etwa 350 Kilometer von Melbourne entfernt befindet sich das Winter Wonderland Australiens, False Creek. In den bis zu 1800 Meter hohen Bergen bleibt der Schnee zumindest im Winter liegen. Doch auch ein herbstlicher Besuch des Gebirges lohnt sich. Die schweren Wolken bleiben in den Eukalyptusbäumen hängen und verteilen ihren ätherischen Duft in der Luft. Allmählich entfernen wir uns von den dicht besiedelten Gebieten Victorias. Neben kleineren Ortschaften ist das Land von Feldern geprägt, die hauptsächlich der Rinderzucht dienen. Das Fahren mit 90 km/h entlang der Landstraßen ist entspannt. Guter Asphalt, lange Geraden, weiter Ausblick. Aber was ist das? Vollbremsung. Auf einmal befanden wir uns in einer Rinderherde.
Hat da jemand das Tor aufgelassen oder sollen sie den Seitenstreifen mähen? Tatsächlich solltest du auf Australienstraßen immer sehr vorsichtig und konzentriert unterwegs sein. Die Landschaft lädt dazu ein, den Blick schweifen zu lassen. Aber vor uns liefen, neben diesen Rindern, unzählige Kängurus, Emus oder Wombats über die Straße. Bevor es für uns in die Hauptstadt Canberra ging, schlugen wir unser Nachtquartier am Lake Tilbingo auf. Dank der wärmeren Temperaturen stiegen wir vom Schlafen auf unseren beiden Vordersitzen endlich aufs Zelt um. Ein Nachteil, wenn man keinen ausgebauten Campervan hat. Aber so langsam haben wir uns an unseren Low-Budget-Roadtrip-Alltag gewöhnt. Wir sind einfach froh und dankbar, hier zu sein. Sieht irgendwie vertraut hier aus. Das dachten sich wohl auch die Briten, als sie Australien besiedelten und viele Orte einfach nach denen in der Heimat benannten. Wie dem Bundesstaat New South Wales oder Städte wie Newcastle, Cardiff oder Swansea. Wir durchquerten die schneefreien Snowy Mountains und erreichten Canberra, Australiens Hauptstadt. Getreu dem Motto, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, wurde die Stadt 1913 als Kompromiss zwischen Melbourne und Sydney gegründet. Neben den betonierten Regierungsgebäuden fiel uns vor allem die inoffizielle Botschaft der Aborigines, den Ureinwohnern Australiens, ins Auge. Diese befindet sich, trotz gewalttätigen Gegenprotesten, seit über 40 Jahren direkt vor dem Old Parliament. Grund hierfür ist die Forderung der Aborigines nach mehr Rechtsanspruch auf Land sowie Kompensationszahlungen von 6 Milliarden Dollar für gestohlenes Land. Der Versuch eines Vergleichs, um die Lage der Ureinwohner Australiens zu verstehen. Man stelle sich vor, ein Land mit fremder Kultur nimmt Europa ein, erklärt es als sein Land und nimmt den Einwohnern alle Rechte. Nach jahrzehntelangen Protesten gibt die Regierung einen kleinen Teil, der scheinbar am wenigsten benötigt wird, als Region der ehemaligen Europäer frei. Auch wenn du, sagen wir mal, in Portugal aufgewachsen wärst und diese Sprache und Kultur angenommen hast, sollst du nun nach Ungarn ziehen und zufrieden sein. Es ist schwierig, eine Lösung zu finden, die die über 200 verschiedenen Ureinwohnerstämme sowie die späteren Einwanderer zufriedenstellen kann. Nichtsdestotrotz sollte man heute in der Lage sein, anzuerkennen, dass man für die vergangenen Fehler Ausgleich schaffen muss. Für uns ging es weiter Richtung Sydney und Blue Mountains. Die Blätter der Eukalyptusbäume dunsten in der frühen Morgensonne ätherische Eukalyptusöle aus. Dieser feine Nebel hüllt die Berge in ein bläuliches Licht, sodass der Gebirgszug den Namen Blue Mountains bekam. Die Nähe zur größten Stadt des Landes machen die Blue Mountains zu einem beliebten Wanderort für Tagestouristen, sodass man die Natur nicht wirklich für sich hat. Wenn du mit deinem Campervan oder Zelt noch einen der Übernachtungsplätze ergattern kannst, kannst du dich aber auf ruhigere Abend- und Morgenstunden freuen. Natürlich solltest du auch früh aufstehen, um den Sonnenaufgang und das Naturschauspiel der Blue Mountains nicht zu verpassen. Die frische, minzige Luft ließen wir schweren Herzens hinter uns und stürzten uns in den Großstadttrubel. Wie bei jeder Stadtbesichtigung liefen wir einfach querbeet durch die Straßen und suchten nach den bekannten Sehenswürdigkeiten. Das sind in Sydney vor allem die Oper, die wir uns vermutlich aufgrund ihrer Bekanntheit viel größer vorstellten, als sie war, und die dadurch umso imposanter wirkende Harbour Bridge. Sieben Kilometer außerhalb des Zentrums befindet sich eine weitere Sehenswürdigkeit, der Bondi Beach. Er ist einer der berühmtesten Strände und beliebtesten Surfspots der Welt.
im Sommer, maßlos überlaufen, war er an diesem windigen, herbstlichen Tag nahezu menschenleer. Das Wetter schlug um und so folgten wir der Route der M1 gen Norden. Zwischendurch fuhren wir immer mal wieder ab, um einen Blick auf die Küstenabschnitte und den Südpazifik zu werfen. Selbst bei schlechtem Wetter sind die kilometerlangen Strände unglaublich schön. Der Lighthouse Beach ist uns mit seinem Panorama besonders in Erinnerung geblieben. Der graue Himmel, der Wind, die rauen Wellen, die auf die schroffen Felsen prallen. Oberhalb der Steilküste hat man einen guten Ausblick über die Bucht. Trotz der unruhigen Wellen konnten wir eine Gruppe Delfine entdecken. Wir entflohen dem schlechten Wetter und erledigten ein paar Dinge wie Wäsche waschen und einkaufen. In den Bibliotheken ist man immer willkommen und darf das freie WLAN nutzen. Perfekt, um ein paar Aktivitäten rauszusuchen. So entdeckten wir eine Pflegestation für Koalas. Die kleinen Beuteltiere haben es leider gar nicht mal so leicht und fallen neben ihren Fressfeinden vor allem Buschfeuern, Autounfällen und Krankheiten zum Opfer. Laut einer Analyse von WWF sagt der Artenbestand um rund 80%. Doch die Australier lieben ihre Koala und versuchen sie zu retten. Kranke oder verletzte Tiere kommen in Pflegestationen. Des Weiteren fand eine Aussiedlung auf die Insel Kangaroo Island statt. Hier leben sie in einer Art Schutzzone ohne Feinde. Dies führt jedoch dazu, dass die dortigen Eukalyptusbäume nahezu leer gefressen und die anderen Tiere bedroht sind. Etwa 700 Kilometer nördlich von Sydney, ab der Byron Bay, konnten wir die australische Ostküste dann nochmal bei gutem Wetter genießen. Gold Coast, Sunshine Coast, Rainbow Beach. Die Namen klingen nicht nur paradiesisch, es ist das Paradies. Auf der 1700 Kilometer langen Strecke zwischen Brisbane und Cairns wurde uns zum ersten Mal so richtig bewusst, wie riesig Australien ist. Man fährt und fährt und fährt. Das Land in 80 Tagen zu erkunden? Natürlich unmöglich. Man könnte hier Jahre verbringen und hätte immer noch nicht alles gesehen. So entschieden wir uns, entlang der Hauptstraße zu bleiben und unseren Fokus auf das Erkunden von Stränden und Küsten zu legen. Unser Lieblingsstrand, zumindest bis hierhin, Cape Hillsborough. An unserem 200. Reisetag wurden wir mal wieder von der Natur überrascht. Kleinere Ärgereien der letzten Wochen, wie unsere defekte Drohne oder ein verschollenes Paket mit Reiseerinnerung, verloren an Bedeutung. Alles materiell und ersetzbar. Durch Zufall an diesen Strand einzukehren, vom Pazifik auf der einen und vom Regenwald auf der anderen Seite eingeschlossen zu sein, Erinnerung, die uns keiner nehmen kann.
Als Kirsche auf dem Sahnehäubchen kam dann noch ein Wallaby, welches wir bei der Suche nach angespülten Pflanzen beobachten durften. Wir blieben bis zum Sonnenuntergang. Nach einer erfrischenden Dusche am Morgen ging es für uns weiter. Unsere Tage spielten sich weiterhin auf den schnurgeraden Straßen und an wunderschönen Stränden ab. Der Ausblick vom Hinchinbrook Lookout war eine willkommene Abwechslung. Vor uns der endlose Regenwald Australiens. Das Klima hat sich mit den letzten Kilometern stark verändert. Statt trockener Hitze ist es nun tropisch. Durch die feuchtwarme Luft war die Nacht in unserem Zelt unerträglich. Sowieso hätten wir niemals gedacht, dass wir irgendwann mal im Regenwald zelten. Klar ist das hier eine kleine Raststelle, jedoch bestand sie lediglich aus diesem kleinen Dachstand. Weit und breit keine Menschenseele, um uns herum Regenwald. Zum Glück war der einzige Besuch, der uns in der Nacht abgestattet wurde, nur von einer Kröte. Am nächsten Morgen hofften wir auf eine abkühlende Meeresbrise am Mission Beach. Doch es war ziemlich windstill. So fuhren wir nach einem Strandspaziergang weiter entlang der M1 und landeten im Wurundjeri National Park. Nach einer kleinen Wanderung durch den Regenwald stießen wir auf einen beeindruckenden Wasserfall. Waren wir vorher noch nicht durch die hohe Luftfeuchtigkeit durchnässt, waren wir es spätestens jetzt. Ein kleinen Fußmarsch weiter befindet sich noch ein größerer Wasserfall, an dem die ein oder anderen Abkühlung fanden. Wir erreichten Cairns, die letzte Stadt an der Ostküste, die wir anvisiert hatten. Die Stadt selbst ist für Touristen eher unattraktiv, aber ein guter letzter Einkaufs- und Tankstopp, bevor man, wie wir, gen Westen ins Landesinnere fahren möchte. Hallo Outback. Als Outback werden in Australien die Regionen bezeichnet, die fernab der Zivilisation liegen. Da dies den größten Teil des Kontinents ausmacht, reichen die Landschaftsformationen und Klimazonen von tropischen Regenwäldern über Graslandschaften bis hin zu Wüsten. Anstelle der rund 200 Kilometer, die wir im Durchschnitt pro Tag gefahren sind, legen wir hier um die 600 zurück. Die Landschaft verändert sich nur langsam und wenig. So fährt man schon mal 3, 4, 5 Stunden und hat mehr oder weniger die gleiche Aussicht. Was nicht heißen soll, dass das Outback langweilig ist. Im Gegenteil, es ist ein Abenteuer für sich. Nirgendwo anders kommt man der Natur Australiens näher. Diese Stacheldrahtzäune, die für Millionen von Dollar durch das Outback gespannt wurden, sollen übrigens unter anderem die Emus davon abhalten, auf die Straße zu laufen. Fun Fact: Sie haben mittlerweile herausgefunden, wie man sich geschickt durch den Zaun schlängelt. Wieder ein Beweis dafür, dass man stets konzentriert fahren muss.
Doch bei diesen langen Geraden ist es gar nicht mal so leicht, nicht mit den Gedanken abzuschweifen oder träge zu werden. Zur Erinnerung und Abschreckung ließ die Regierung verunglückte Autowracks am Straßenrand liegen. Pausen müssen sein. Daher findet man auch genügend Halte- und Parkbuchten. Wären da nur nicht diese Fliegen. Kaum steigt man aus dem Auto, umschwirren ein Hunderte. Sie haben es besonders auf Mund, Augen und Ohren abgesehen. Wir vermuten, dass dies an der Feuchtigkeit liegt, die sie in der heißen Umgebung teilweise vergebens suchen. Entlang der Hauptstraße hat man manchmal tagelang keinen Handyempfang. Als wir diese Satellitenschüssel auf einem Rastplatz sahen, wollten wir sie unbedingt mal ausprobieren. Tatsächlich empfing ich kurzzeitig WhatsApp-Nachrichten und konnte auch eine verschicken. Zumindest ein kurzes Lebenszeichen an Familie und Freunde, die sich schon manchmal Sorgen machten, wenn wir uns längere Zeit nicht melden konnten. Damit man diese zivilisationslosen Strecken gut übersteht, sollte man immer auf Tank- und Einkaufsmöglichkeiten achten. Rund 1000 Kilometer mussten wir von einem zum nächsten Supermarkt zurücklegen. Auch Tankstellen liegen gerne mal 500 Kilometer auseinander. Nach 1100 Kilometern erreichten wir Mount Isa, die größte und wichtigste Stadt der Region Northwest in Queensland. Der Name Mount Isa stammt von dem nahegelegenen Bergbauhügel, in dem sich bedeutende Erzlagerstätten befinden. Durch europäische Einwanderer wuchs die Stadt seit 1923 fortan. Wir erreichten die Grenze des Northern Territory. In diesem Bundesgebiet, fast rund viermal so groß wie Deutschland ist, leben nur knapp 250.000 Menschen. So ging unsere Reise durch das Outback weiter. Die Landschaft hat sich etwas gewandelt. Gefühlt sind die Straßen noch gerader. Um uns herum nichts als heiße Steine, trockene Büsche und natürlich Fliegen. An einer Raststätte hatten wir eine Begegnung besonderer Art. Zum Glück wiesen uns die Schilder an dem Toilettenhäuschen bereits darauf hin, dass man vor seiner Erledigung lieber einen Blick in die Toilette werfen sollte. Auf der Suche nach einer Abkühlung kehren die Korallenfinger Laubfrösche gerne in die Keramikschüsseln ein. Aber keine Sorge, auch wenn sie aufgrund der grellen Farbe vielleicht so aussehen, diese Froschart ist nicht giftig. Die Landschaft um uns herum bekam eine immer intensivere Farbe und uns wurde klar, warum die Mitte Australiens auch Rotes Zentrum genannt wird. Das hiesige Gestein weist einen hohen Eisengehalt auf, welcher in der Luft zu braunrotem Eisenoxid rostet. Und mitten in dieser trockenen, roten Gegend liegt eine 25.000 Einwohnerstadt. Doch warum entstand ausgerechnet hier, mitten im Nirgendwo, eine Stadt? Wollten die Kolonien vor 1872 eine Nachricht an ihr britisches Mutterland senden, dauerte dies über den Seeweg Wochen bis Monate. Es musste eine schnellere Alternative her. So wurde eine 3200 Kilometer lange Telegrafenleitung von Port Augusta im Süden nach Darwin im Norden des Landes verlegt. Da die Verbindung immer nur eine begrenzte Strecke übertragen werden konnte, musste eine Telegrafenstation erbaut werden. Benannt nach Alice, der Frau des Landvermessers. Eine Quelle gibt es hier jedoch nicht. Diese verwechselte er irrtümlich mit einem Teich. Erst mit Ausbau der Eisenbahnschiene 1929 wuchs das Interesse an der Region und Bergbauer, Rinder und Kamelfarmer ließen sich nieder. Heute verfügt Alice Springs über eine gut ausgebaute Infrastruktur.
Der Flughafen bietet für viele Touristen eine einfache Möglichkeit, in das Outback zu reisen und die nahegelegenen Sehenswürdigkeiten zu erreichen. Eine davon ist der 350 Meter emporragende Sandsteinmonolith Uluru, von den späteren Kolonialmächten auch Ayers Rock genannt. Der Uluru spielt eine bedeutende Rolle in der sogenannten Traumzeit, der Mythologie der Aborigines. Die Traumzeit beschreibt eine Art Paralleluniversum mit allem, was existiert hat, existiert und existieren wird. Sie beinhaltet unter anderem die Schöpfungsgeschichte der Erde und damit verbundene Gesetze, an die sich die Aborigines halten. Die Schöpfer sind verschiedene Wesen, wie die zweigeschlechtliche Regenbogenschlange, die mit ihrer weiblichen Erscheinung Berge, Täler und Wasserlöcher schuf und mit ihrer männlichen Erscheinung als Sonne den Regenbogen. Man glaubt, dass Natur und Lebewesen untrennbar miteinander verbunden sind. Umso schrecklicher ist es, dass die britischen Kolonialherrscher die Ureinwohner nach ihrer Ankunft systematisch umgesiedelt haben oder ihnen noch bis 1970 die Kinder entnahmen. Einige versuchen noch heute, zu ihrem Land zurückzufinden. Seit Oktober 2019 ist das Besteigen des Uluru auf Wunsch der Anangu, den lokalen Ureinwohnern, verboten. Wer möchte, darf jedoch um den Felsen herumwandern und sich gerne über die Bedeutung dieser Landschaft für die Aborigines Gedanken machen. Unweit des Uluru befinden sich die Katatuta Dunes, die bis zu 564 Meter aus dem flachen Umland ragen. Übersetzt bedeutet Katatuta viele Köpfe, was den Berg mit seinen 36 hervorstehenden Felsen gut beschreibt. Wie auch der Uluru befinden sich die Katadunes wieder im Besitz der Anangu, welche den Ort für Rituale nutzen und Touristen nur beschränkten Eintritt erhalten. Für uns ging es einen großen Teil der Strecke, die wir bereits auf dem Hinweg gefahren sind, zurück. Wir werden nichts Neues sehen, aber hier im Outback gibt es nun mal nicht viele Straßen, vor allem nicht jene, die asphaltiert sind oder über Tankstellen verfügen. Wir ersparen dir die knapp 3000 Kilometer Fahrerei. In der Nähe von Kununurra verließen wir das Northern Territory und erreichten Western Australia. Wer Australien bis hier schon beeindruckend fand, sollte auf jeden Fall weiterschauen. Western Australia überraschte uns an jedem Tag mit seiner unglaublichen Natur. Unser erster Halt war der Kurrindjie National Park. Bereits vor Millionen von Jahren entstanden hier gigantische Felsschluchten, die von Flussläufen durchzogen sind. Es gibt viele eindrucksvolle Wanderwege, sodass einem die Wahl, für welchen man sich entscheiden soll, gar nicht mal so leicht fällt. Wir entschieden uns, den 1200 Meter hohen Mount Bruce zu besteigen. Die Wanderung war aufgrund einiger Stellen, an denen man auf schwindelerregender Höhe erklettern als wandern musste, herausfordernder als gedacht. Oben angekommen, wurden wir mit einer unfassbaren Aussicht über das Land belohnt. Wieder einmal machten uns die Fliegen das Pausieren wortwörtlich madig. Ein Schutz für das Gesicht ist unabdingbar. In den Wasserschluchten kann man sich nach einer Wanderung in der heißen Mittagssonne abkühlen.
Wir beobachteten einige mutige Klippenspringer und überlegten es, uns ihnen gleich zu tun. Doch für uns war das Schwimmen in den Schluchten schon Abenteuer genug. Wer hört schon gerne die Frage, ob es Krokodile gibt, während er in einem australischen Gewässer schwimmt. Wir fuhren 600 Kilometer gen Westen und erreichten die Küste Western Australias. Wir genossen die Strände des Cape Ranch National Parks, der für seine artenreiche Unterwasserwelt bekannt ist. Aufgrund der Trübung konnten wir unter Wasser nicht allzu viel sehen. Doch später hatten wir das Glück und erblickten zumindest vom Ufer aus einen Stachelrochen und einen kleinen Hai. Während der Schulferien sind die Nationalpark-Campingplätze bereits vorher ausgebucht. Wildcampen ist ausdrücklich verboten und zieht hohe Strafen auf sich. So mussten wir den Park am Abend wieder verlassen. Auf der Straße begegneten wir Dingos. Bis heute gibt es keine Einigung, was der Dingo ist: Wolf, Hund oder Wildhund. Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass er vom ausgestorbenen asiatischen Wolf abstammt. Andere meinen, dass er aufgrund seiner Ähnlichkeit zum Haushund von verwilderten Hunden abstammt. Trotz dass der Dingo schon vor 5.000 bis 10.000 Jahren nach Australien kam, ist man sich ebenso uneinig, ob er als einheimisches oder verwildertes Tier zu betrachten ist. Auf jeden Fall ist er kein Haushund. Er lebt in und von der Natur Australiens. Auch wenn er einen erwachsenen Menschen nicht einfach so angreifen würde, sollte man lieber Abstand halten. Warum ist das Auto auf einmal so laut? Kurz nachdem ich den Satz aussprach, passierte es auch schon. Ein Reifen platzte. Die Bremsen funktionierten nicht mehr, aber auf den langen, leeren Straßen des Outbacks kann man sich immerhin gut ausrollen lassen. Nochmal gut gegangen, dachten wir und wählten die Nummer unseres Autovermieters. Er fragte uns erstaunt, was wir in Westaustralien machen würden. Wir hätten den Bundesstaat Victoria nie verlassen dürfen. Komisch, dass er uns das nicht sagte, als wir ihm bei der Abholung damals von unserer geplanten Route erzählten. Auch in den Papieren fanden wir nichts dazu. Er will uns nicht helfen. Wir sollen alles selbst regeln. Mit Ersatzrad fuhren wir knapp 100 Kilometer weiter zur nächsten Tankstelle. Plötzlich entstand eine Pfütze Benzin unter unserem Auto. Ein Trucker half uns, das Problem zu lokalisieren. Der geplatzte Reifen beschädigte unseren Tankeinlass. Wir müssen zu einer Werkstatt. Die nächste liegt 140 Kilometer entfernt in Carnarvon. Der Weg kam uns ewig vor. Australienstraßen schien mal wieder endlos. Befund: 4 neue Reifen für den Mietwagen und 500 Euro für einen neuen Tankschlauch, auf den wir mindestens 10 Tage warten müssten. Unser Bauchgefühl sagte, dass wir in die nächstgrößere Stadt fahren sollten. 500 Kilometer südwärts bis Geraldton. Ein Leuchtturm als Hoffnungssymbol.
Es gibt wirklich schlimmere Orte, an denen man stecken bleiben kann. Trotzdem blieb ein mulmiges Gefühl im Bauch. Mit 700 Euro schmolz ein Teil unserer Reisekasse und wir wissen nicht, wie der Vermieter auf all dies reagiert. Kommen noch hohe Strafen auf uns zu? Wir können es nicht mehr ändern. Geschehen ist geschehen. Wir versuchen, die restlichen Wochen noch zu genießen und entschlossen, den Teil der Westküste, den wir aufgrund des Autos schnell durchfahren sind, nicht auslassen zu wollen und fuhren wieder ein Stück zurück. Eine gute Idee, denn solch einen Strand sieht man nicht alle Tage. Der Shell Beach ist ein 40 Kilometer langer Küstenstreifen, der aus einer bis zu 10 Meter dicken Schicht Herzmuscheln besteht. Doch nur in der Nähe des Meeres liegen die Muscheln so locker aufeinander. Weiter hinten sind sie bereits so fest wie Zement. Der Wetterbericht für die nächsten Tage: Sonnenschein pur. Wir entschlossen, sie an der Coral Bay zu verbringen und quasi Urlaub vom Reisen zu haben. Mal nichts planen, nicht fahren. Da wir bis zu meinem Geburtstag in Perth sein wollten, ging es dann doch irgendwann weiter. So landeten wir im Kalbarri National Park. Die beeindruckende Landschaft ist das Resultat von vielen Millionen Jahren geologischen Veränderungen. Einen besonders guten Blick auf das rot-weiß gestreifte Gestein hat man vom Nature's Window am Merchants River. Oder entlang der Küste, wo Wind und Wellen eine bis zu 100 Meter hohe Klippenlandschaft erzeugt haben. An der Küste, in einer kleinen Lagune, befindet sich ein pinker See. Ein Naturphänomen, das in Australien sowie weltweit öfter zu finden ist. Grund für die pinke Färbung des Wassers sind Algen, die sich dem Salzgehalt angepasst haben. Da wir uns bereits wieder ziemlich weit im Süden Australiens befinden, sind die Temperaturen herbstlich. Doch einmal wollen wir noch ins Wasser. Wir buchten eine kleine Schnorcheltour, die uns zu einem ganz besonderen Platz vor der Juryan Bay brachte. Eine kleine Insel, auf und um der sich eine Seehundkolonie befindet. Vor allem die jungen Seehunde sind sehr interessiert und verspielt, sodass sie gerne mit Schnorchlern in Kontakt kommen und ihnen zeigen, wie man sich unter Wasser bewegt. Man muss sich richtig ins Zeug legen, denn ist man nicht schnell oder verspielt genug, lassen sie schnell von einem ab. Etwas landeinwärts befindet sich der Nambang National Park. Hauptattraktion des Nationalparks sind die bis zu 4 Meter hohen Kalksteinsäulen, die Pinnacles genannt werden. Der Park ist daher auch unter dem Namen Pinnacle Desert bekannt.
Wir erreichten Perth. Trotz der isolierten Lage im Südwesten des australischen Kontinents ist Perth ein globales Zentrum der Bergbau- und Erdölindustrie. Von den 2,6 Millionen Einwohnern Western Australias leben knapp 2 Millionen hier in der Metropolregion. Verständlich, die Stadt ist wirklich lebenswert und umgeben von einer einzigartigen Landschaft. Als Geburtstagsausflug buchten wir eine Fähre auf die Insel Rottnest Island, die etwa 18 Kilometer entfernt von Perth im Indischen Ozean liegt. Der Name der Insel deutet mehr oder weniger darauf hin, was einen hier erwartet. Der holländische Entdecker taufte sie auf den Namen Rottnest, was so viel wie Rattennest bedeutet. Denn er hielt die süßen Inselbewohner für große Ratten. Allerdings handelt es sich um Quokka, ein Kurzschwanzkänguru. Auf der Insel lebten und leben die Beuteltiere fernab von Räubern wie Füchsen, Dingos und Katzen. Daher laufen sie relativ unbesorgt umher und scheuen sich auch nicht vor den Menschen. Als Besucher sollte man sich an die Regeln halten und die Tiere nicht füttern oder bedrängen. Wir setzten uns einfach ruhig auf den Boden und ließen die Quokkas um uns laufen. Nach einem schönen Geburtstag ging unsere Reise weiter gen Süden. An der Hamlyn Bay statteten wir der Küste einen Besuch ab. Hier trifft man wohl so gut wie immer auf ziemlich große Stachelrochen, die entlang des Ufers nach kleinen Fischen, Krebsen, Schnecken, Muscheln und Würmern suchen. Auf unserer Reise durch Australien haben wir schon viele der heimischen Tiere gesehen. Nun können wir auch den Kookaburra von unserer Liste streichen. Der Vogel ist besonders für seinen Revierruf bekannt und beliebt, da er wie ein hysterisches Lachen klingt. Wir fuhren weiter entlang der M1 und erkundeten uralte Wälder und Küstenabschnitte. Für eine besondere Steinformation fuhren wir nochmal ins Landesinnere. Hier befindet sich der sogenannte Wave Rock, eine etwa 2,7 Milliarden alte Granitgesteinsform, die durch Erosion und Witterung zu einer 15 Meter hohen und 110 Meter langen Welle geformt wurde. Jetzt waren wir in Australien doch noch surfen. Entlang der Straßen des Outbacks wuchs die Vorfreude auf die nächsten Tage. Wir fuhren in den Cape Le Grand National Park. Ich denke, es ist nicht übertrieben, wenn ich behaupte, dass diese Strände zu den schönsten der Welt zählen müssen. Es ist wie gemalt. Strahlend weißer Sand, türkisblaues Meer, endlose grüne Hügel.
und Kängurus. Das Beste, hier gibt es keine Hotels, sondern nur einen kleinen Campingplatz. Mit uns war nur eine Handvoll anderer Menschen da, sodass wir den Strand oftmals für uns alleine genießen konnten. Kilometer. Die längste gerade Straße Australiens führt schnurstracks in Richtung South Australia, dem letzten Bundesstaat auf unserer Reise. Für die 1700 Kilometer lange Fahrt bis Adelaide haben wir nur ein paar Tage eingeplant, da hier das reinste Outback ist. Vor der Besiedlung durch Europäer lebten im Gebiet des heutigen Adelaide etwa 300 Aborigines des Kaunas-Stammes. Diejenigen, die die eingeschleppten Krankheiten überlebten, wurden weit außerhalb ihres angestammten Gebiets angesiedelt. Bedeutende Silber- und Kupferfunde sowie der Anbau von Weizen schufen Arbeitsplätze in der Region. Adelaide ist heute mit rund 1,2 Millionen Einwohnern die fünftgrößte Stadt Australiens. Wir erreichten den Bundesstaat Victoria und näherten uns dem Start und somit auch Endpunkt unserer Australien-Rundreise. Die letzten Tage verbrachten wir im Grampians National Park, welcher nach den Grampian Mountains in Schottland benannt ist. Wir genossen die kühle Luft um unsere Nase, während wir von einer Aussichtsplattform über den Wald blickten. Noch einmal an die Küste. Mit 12 Apostles haben wir uns eines der beliebtesten Postkartenmotive Australiens für den Schluss aufgehoben. Auch wenn wir den Sonnenuntergang mit vielen anderen Besuchern teilen mussten, war der Moment schön. Abschied nehmen. Das haben wir in den letzten 9 Monaten täglich gelernt. Abschied von Familie, Freunden, Reisebekanntschaften, Ländern, Kulturen oder schönen Momenten wie diesen. Doch mit jedem Abschied kommt auch etwas Neues. Auf Wiedersehen Australien. Schön, dich kennenzulernen, Neuseeland.